ein herzliches Hallo von mir an euch, von uns an euch. Wir spielen wieder Killer bei Dead by Daylight. Es ist Sonntag. Das heißt, ich versuche sonntags ja immer eine Folge Killer für euch zu spielen. Und heute ist wieder Sonntag. Also, ja. Wir sind heute mal wieder mit den Twins unterwegs. Ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gespielt. Da war jemand. Ich wollte eigentlich den Sprung abbrechen, aber okay. Okay, es hat jetzt eine Weile gedauert, aber wir haben ihn. Und wir sind direkt mit Charlotte da. Gut. Gut, gut, gut. Lor. Das ist frech. Das war frech. Wow. Was war das denn? Ja. Server. Ich weiß gerade gar nicht, welches Datum wir heute haben. Ich weiß gar nicht, ob der neue Killer schon da ist. Wenn ja, gibt es ja auch ein neues Aussehen der Paletten. Was genau macht sie? Er, sie ist da. Der da so stand. Ach, der ist AFK. Wow. Ich hab's verkackt, weil ich einfach die falsche Taste gedrückt habe. Warum warst du AFK? Na gut, da. Kämpft auch nicht. Wieso ist hier alles zu? Ich weiß, dass sie hier runtergegangen ist. So heilen die sich unterm Haken. Mhm.
Why? Ich drehe mich einfach immer zu langsam. Die macht einen einfachen 360, aber... Ich drehe mich einfach immer zu langsam. Okay. Oben arbeitet jemand. Ich will gleich mal oben gucken. Ich habe auch meinen Pop noch nie genutzt, diese Runde. Ach, schade. Das war knapp. Jetzt mal den Gen treten. Haben wir Pop. Will ist hier. Hast du eine Taschenlampe? Weiß nicht. Warum ist Bill hier hinterhergegangen? Ich glaube, Bill wollte tanken, oder? Bill ist im Keller. Das war gar nicht mal so doof von mir, muss ich mal so sagen. Ich habe den einen Checkausgang einfach blockiert. Und Gott sei Dank hat Victor schnell genug seinen Sprung aufgeladen. Es wäre sonst schief gegangen. Okay. Hinten rennt jemand. Hinten ist gerade eine Krähe gelandet. Echt jetzt? Was war jetzt der Plan? Jetzt habe ich euch beide im Keller und nu. Bill hat, glaube ich, keinen Strike. Bill spielt nicht mit D-Strike, oder? Ihr denkt euch jetzt so, ja, RIP. Tot sind wir eh. So, ganz hinten am Gen ist jemand. Wir laufen mal die Gens ab. Alles ruhig. Ruhig. Ja.
gucken mal. Ich müsste ja rein theoretisch ein Zeichen bekommen, wenn jemand in der Nähe von Victor ist. Selbst wenn sie ihn wegtreten, weiß ich, ist es jemand da. So. Du kommst hier ran. Oha. Ich meine, hier hinten ist irgendwo die Luke. Ich meine, ich bin hier hinten über Huckel gelaufen. Nee, dann bin ich woanders. Über den Huckel. Soll ich richtig frech sein? Achso, ich kann nicht so. Ich glaube, ich kann nicht so nah am Ausgang stehen. Wenn sie Glück hat, kommt sie jetzt raus, weil ich hier hinten so lange gebraucht habe. Ist okay. Ja. Sie ist raus. Ich habe zu lange da hinten rumgespielt. Ist das wieder in Mode? Dieses Teabaggen? Ich weiß es nicht. Hat mir gefallen, die Runde, muss ich sagen. Die Twins machen tatsächlich Spaß. Auch wenn ich diesmal jetzt gerade am Ende war, ich eigentlich frech. Es hätte echt frech sein können. Die Aktion in der Shack hat mir... Ja, ich muss mir selber auf die Schulter klopfen. Die Aktion in der Shack hat mir sehr gut selbst gefallen. Dass ich den einen Ausgang blockiert habe und Victor gerade noch rechtzeitig auf Bill gesprungen ist. Ja, das fand ich gut. Das hat mir gefallen. Ja, die Twins müsste ich eigentlich öfter mal spielen. Ich merke gerade jetzt wieder, ich habe jetzt zwei Runden Killer aufgenommen. Die Runde von letzter Woche und heute. Ich muss mehr Killer spielen. Killer spielen macht echt Spaß. Ja, es gibt Runden, da funktioniert gar nichts und es frustriert. Aber eigentlich macht Killer spielen echt Spaß. Okay. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Bye, bye.